Hi zusammen. Heute ist ein ganz besonderes Video und es war unglaublich schwierig, sich an die Regeln zu halten, denn die Beauty-Hexe hat mir ein Paket geschickt. Ich hatte ihr ja so um Weihnachten rum eins geschickt und meins ist jetzt so um Ostern rumgekommen. Und ich sollte ein Live-Unboxing machen und ich hatte es gestern bekommen und musste bis jetzt eben warten, um es endlich aufzumachen. Und das machen wir jetzt zusammen. Und jetzt wird wahrscheinlich genau das passieren, was allen YouTubern passiert. Sie kriegen das verdammte Paket nicht richtig gut auf. Aber ich bin da zuversichtlich und hoffe, dass ich nichts kaputt mache. Ich bin schon so aufgeregt. So. War das jetzt richtig? Da geht's schon los. Ja. Oh, ich hab's. Ich hab's. So. Rupf, Kreis, Zerstör. Brauche ich einen Müllbeutel? Svenny hat meinen Traum hingestellt. Ganz wichtig. Oh, ein Zettel. Also, mal gucken. Also, ich lese das mal vor. Ich denke, das darf ich auch. Meine liebste Orange, endlich findet dein Paket den Weg zu dir. Entschuldige vielmals die Verspätung. Haben wir ja alles geklärt. Alles gut. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich habe wie immer ein, zwei Sachen mehr reingepackt. Du bist sicher nicht böse drum. Was soll man denn dazu sagen? Ich habe dir mehr Geschenke eingepackt. Ja, es ist voll scheiße. Aber eines musst du mir versprechen. Da ich gegen die Zellaktiv-Serie leider allergisch war, musst du mir ein Review-Video drehen, das ich dann hochladen kann. Ich freue mich schon auf deinen Gastauftritt. Fühl dich gedrückt, Anna. Ja, also, das klappt dann hoffentlich alles. Ja, ich freue mich. Und, so, erstmal. Danke. So, das muss ich hier jetzt mal einmal kurz auslagern. Svenny, ich muss nachher fegen. So, was haben wir denn hier? Rival de Lubyang Metallic Mania Eyeliner Sticker. Das ist voll gut. Ich habe heute Morgen nämlich noch mit Astrid darüber gesprochen, dass ich so Eyeliner-faul bin. Und dass Eyeliner ja voll viel ausmacht. Ja, jetzt hab ich wohl keine Ausrede mehr. Sehr schön. An solchen Sachen laufe ich vorbei und denke dann, kaufst du sie dir jetzt? Kaufst du sie ja nicht? Und 50-50, ne? Aber die habe ich definitiv noch nicht. Sehr, sehr cool. Dann, oh, ein Wet n Wild Lippenstift. So sehen die in der Umverpackung aus. In der Farbe Cherry Frost. So ein kirschiges, huch, kirschiges, oh ja, schön. Also das ist fast eher ein Pink. Aber ich stehe im Moment sowieso total auf Pink. Also das Ding ist schon mal definitiv ein Treffer. Oh, lecker. Alverde Körperbutter in süßer Traum. Oh, die riecht nach... Vorne sind Cranberries und Schokolade drauf. Und so in die Richtung geht das auch. Ich brauche einen Löffel. Mmh. Sehr schön. So, zumachen. Die Seite packen. Gott, ey, da ist echt viel drin, wenn ich das mal so sagen darf. Also, dann haben wir hier einen Manhattan-Lippenstift. Glossy Soft Lipstick. Mit so einem Schleifchen. Wie entzückend. Oh, das ist für mich schon fast eher ein Nude-Ton. Gucken wir mal. Ach, das ist ja... Das geht aber, weil der wirklich glossy ist. Also so matte, wirklich Nude-Töne, da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Ja, das ist... da, vor sowas habe ich Angst. Da könnt ihr ihn sehen. Der könnte funktionieren. Definitiv. Müssen wir ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ganz aufgeregt, ich rede furchtbar schnell. Ich sollte mir Zeit lassen und das alles genießen.
Es ist nicht so leicht. Dann aus der Essence Snow Jam Duo Jumbo Eye Pencil Petrol Snow Queen. Da haben wir einmal die dunklere Seite in so einer Petrolfarbe und einmal die hellere Seite, die ist auch ein bisschen breiter. Das ist ein Silberweiß. Super zum Highlighten. Da werde ich auf jeden Fall, gerade jetzt auch im Frühling, ist bestimmt viel mit rumspielen. Und so eine Farbe hier, also so ein Türkis, das geht ja immer super am unteren Wimpernkranz und so. Übrigens, falls ihr euch fragt, ich habe ganz nackige Haut. Ich hatte noch kein Bedürfnis, Foundation heute Morgen aufzutragen oder so. Das kommt noch. Aber ja, so sehe ich halt ohne Foundation, ohne Concealer, ohne alles aus. Ich habe halt echt nur Mascara und Augenbrauen. So, was haben wir denn hier noch? Oh, Douglas Eyes. Blush Me. Das ist ein warmer Lidschattenton in so einem Orange Terracotta. Ich swatch euch den mal. Oh, der ist aber... Holla, die Waldfee ist der pigmentiert. Hoppla. Viel zu viel. Nehmen wir mal die Jogginghose. Ja, krass. Ja, das ist eine richtige... Das ist definitiv eine orange Lidschattenfarbe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe gerade gestern habe ich noch zwei andere YouTuberinnen entdeckt, so für mich. Amerikanische Mädels, die so ganz tolle Augen-Make-ups machen. Wenn ich das nicht vergesse, verlinke ich die mal in die Infobox. Die sind echt spannend. Und die eine hat auch immer so ein tolles Rusty Pumpkin irgendwas Pigment benutzt. Und das geht so in die Richtung. Finde ich ziemlich cool. Ach so, übrigens, Frau Happy Halls, ne? Sie sind schuld an diesem Lack. Das ist von P2, der Fliederfarben. Da könnt ihr euch in ihrem Video angucken. Mir ist der Name entfallen. Ich muss noch eine zweite Schicht auftragen, aber ja, sie sind schuld. Definitiv. Ich wollte eigentlich erst nur auf Instagram meckern, aber ich kann ja auch hier meckern. Ich kann ja überall meckern. Sehr schöner Ton. Ja, aber das ist genau mein Farbschema, definitiv. Und ich habe von Douglas auch noch keinen Lidschatten, also von der Douglas Eigenmarke. Sehr gut. Fette Palette. Tradition Bam. Oh mein Gott. Was hat dich denn da geritten? Mochtest du die nicht? War die nichts für dich? MUA kennt ja mittlerweile auch jeder. Da ich nicht im Internet bestelle, habe ich davon nicht wirklich was. Ja, cool. Das ist die The Artist Collection. Könnt ihr ja mal gucken. Kennen bestimmt auch schon ganz viele von euch. Ja, das sind die beiden Töne, die sie benutzt hat. Das sieht auch wirklich sehr nach Anna aus. Probieren wir die doch mal aus. Oh ja. Also wegen der Pigmentierung hast du die nicht weggegeben. Hoppla. Also das waren jetzt diese beiden schlichten Töne. Die können definitiv was. Jetzt gucken wir mal, was das lila-blau... Okay, ich sollte nicht ganz so stark swatchen. Da saue ich mich nur ein. Das ist dieser lila Ton. Bäm! Sehr gut. Gut, dass ich mich noch nicht richtig geschminkt habe. Ich möchte nämlich heute Abend auf ein Konzert. Und das ist ja ausgehen. Und ich glaube, damit kann man schon ordentlich Unfug anstellen. In meinem Kopf rattern jetzt schon die Kombinationen. Kennt ihr das? Wenn ihr sowas seht und sofort fängt der Kopf an, ja, und das dahin und das dahin. Ja, ja, ich sehe schon mal gut aus, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, cool. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich richtig darüber. So. Dann kommt hier nochmal so eine lustige Schicht Gebamsel. Wupp. Fix in Rouge, Cherry Blossom, was ist das? Lip Balm, sehr gut. Gleich mal her damit. Ist in so einem Tübchen. Kann ich immer gebrauchen, ich habe im Moment echt
trockene Lippen. 100% natural, petroleum free, tinted. Tinted? Oh. Seht ihr was? Habe ich übermalt? Geht, ne? Ja, sehr cool. War das in der Box drin? Mochtest du den auch nicht? Ja, du wirst ihn schon gemocht haben, sonst hättest du ihn mir nicht gegeben. Ne? So. Ah! Jetzt geht's los. Hier haben wir die Zellaktiv-Tagespflege blauer Hibiskus. Jugendlicheres Hauptbild, wo wir doch letztens erst bei Jugendlich waren. Und die Nachtpflege. Da haben wir die beiden. So sehen die aus. Das ist ja diese neue Serie von Alverde, von der Naturkosmetikmarke von DM. Und die Altersempfehlung, ich zeige euch die mal kurz, liegt da. Da bin ich genau drin. Nicht komplett mittig, aber zwischen 30 und 35 liege ich ja. Ja, sehr cool. Rezeptur mit der Power Extension Wirkformel riecht den Zellstoffwechsel. Achso, jetzt lese ich hier gerade über Nacht an. Kollagen und so weiter und so weiter. Tiefenwirksame Versorgung. Glatter, praller, fester, höher, weiter. Ja, ich bin gespannt. Also, das sind die. Das ist die Tages- und Nachtpflege. Svenny, ich muss wirklich fegen. Dann das Zellaktiv-Serum. Das benutzt man dann darunter. Morgens und abends kann man das benutzen. Das werde ich dann auch tun. Ich habe nämlich gerade so eine Ampullenreihe. Kennt ihr diese Serien, die in so am Ampullen, so Wochenkur oder so heißt das? Das habe ich gerade aufgebraucht. Passt sehr gut gerade. Dann haben wir hier noch die Augenpflege, Zellaktiv Augenpflege. Augencreme kann man auch immer gebrauchen. Ich habe gerade eine neue angebrochen, aber die liegt bei meinem Schreibtisch, also insofern alles gut. Morgens und abends kann man das nehmen. Kühl aufgetragen, kann Schwellungen entgegenwirken. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und es sind 15 Milliliter drin. Also, und es ist ein Pumpspender, also auch von der Hygiene her eine glatte 1. So, oh Gott, hier ist ja noch mehr drin. Moment, ich... Oh, das sieht nach einem Nagellack aus. Gucken wir doch mal. Dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht die Fingernägel lackieren. Oh, das ist einer von Manhattan. Manhattan-Lacke mag ich im Moment ja wirklich total gerne. Aus der Style-Proofed Blogger Edition. Ah, der hat gar keinen speziellen Namen. Das ist dieses mintige mit buntem Glitzer. Definitiv Unfug Frühlingsfarbe. Ja, passt sehr gut zu mir. Denke ich auf jeden Fall. Jetzt gerade ist er schlicht lila, aber das kommt definitiv auf die Nägel. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also Manhattan-Lacke mag ich im Moment wirklich gerne. Die sind nicht teuer, die können was. Das ist, es ist eine deutsche Firma. Finde ich eine feine Sache. So, bla bla bla, der nächste ist auch wieder von Manhattan. Oh, auch wieder Limited Edition. Ich behaupte ja immer, bei Limited Edition steht mein Name drauf. Hat auch wieder nur eine Nummer, also keinen Namen. Und das ist so ein richtig schöner Kupferton mit so Champagner-Schimmer. Es ist nicht zu gelblich, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ja, das passt auf jeden Fall auch sehr gut. Ja, cool. Mehr Nagellacke, mehr Spaß. Das ist so dieser Moment. Ich habe doch gar nichts zu lackieren. Und alles steht um einen herum. Super. Na, oh Gott. Hier ist noch eine Ecke. Einer von Essence aus der Mountain Calling LE und zwar Snow Alert. Der ist planweiß, ne? Also da ist kein Schimmer drin. Ne, guck mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist wirklich einfach nur weiß. Ich streife mal kurz ein bisschen ab mit dem typischen Essence-Pinsel. Ja, sehr cool. Weiß, also ich bin ja der Meinung, dass man so Standardfarben wie Schwarz, Weiß und klares Gelb und so, sollte man vielleicht einfach da haben, falls man so viermal im Jahr auf den Trilli kommt, sich ein Nageldesign zu machen. Und da sind die einfach, ja, da braucht man die einfach. Wie beim Malkasten halt auch. Ja, sehr gut. Kann man immer brauchen.
So, dann liegt jetzt hier in der Ecke noch was. Hast du getan? Ja, wünsch dir auch frohe Ostern. Das hast du jetzt nicht gemacht. Ich lehne mich mal kurz ein bisschen zurück. Ernsthaft jetzt? Eine Urban Decay Palette? Du geile Sau. Ich meine, die anderen Sachen waren doch schon so viel. Hast du extra ganz nach unten gepackt, ne? Ja. Also, Trommelwirbel, die Orange kann jetzt auch sowas in die Kamera halten. Krass! Die fühlt sich schon geil an, ne? Ist schon. So, jetzt wollen wir sie mal aufmachen. Und ich muss so auf meine Fingernägel aufpassen. Die geht nicht schwer auf. Ich passe nur gerade auf meine Fingernägel auf. Riesenspiegel. Ja. Ich meine, die habt ihr wahrscheinlich auch schon 50 Mal gesehen. Ist mir aber egal, denn das ist hier jetzt meine. Also zeige ich sie euch mal. Warte mal, ich mach mal so. Ja, die wie ja von... Mir fehlen total die Worte. Ist das peinlich? Ja. Die Mitnahme Reise-Blogger-YouTuber-Palette schlechthin. Wir haben Crave, Faint, Naked 2, WOS, Wurz, Foxy und Venus. Ja. Ja. Ja, frohe Ostern, ne? Ich bin jetzt ein bisschen platt. Wolltest du, ne? Dass ich. Ich meine, ey, das ist so viel. So viel habe ich dir wirklich nicht geschickt. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man, naja, wenn man so das Gefühl hat, man hat selber nicht genug geschickt. Aber du hast ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, alle Schrauben. Ich habe letztens, was habe ich letztens gesagt? Genau, da hat jemand Tassen locker. Oder die Schrauben nicht gehört oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Und sowas wäre eben beinahe auch wieder vor lauter Aufregung aus mir rausgekommen. Ja, also, gut, dass das nicht viel ist. Ich wusste ja, dass das Paket schwer ist, aber dass da so viel drin ist. Das Ding kommt übrigens sofort in die Handtasche. Das finde ich jetzt schon gut. Ich habe das ja jetzt kurz mal ein bisschen einwirken lassen. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, der wird gleich benutzt. Also, da, ja, das ist so eine Farbe, da muss ich sofort ran. Hilft nichts. Ja, über die Pflegeserie werdet ihr unterrichtet werden. Ich freue mich darauf, eine Naturkosmetik-Serie, eine komplette, mal wirklich intensiv testen zu können, die auch genau auf mein Alter zugeschnitten ist. Bei der Tagespflege muss ich ein bisschen gucken. Ich glaube, da ist kein Lichtschutzfaktor drin. Muss ich mal schauen, wie ich das löse. Ansonsten nehme ich einfach dann halt eine BB-Cream drüber mit Lichtschutzfaktor. Aber darauf freue ich mich richtig. Also das, da habe ich auch einfach Bock drauf. Und ja, da kommt dann ja auch noch was zum Gucken. Ich glaube, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich hole mir gleich einfach mal einen Löffel. Ja, Pop of Color, sehr schön. Es ist, von hier ist es auch wirklich, es ist kein helles Türkis, ne? Es ist wirklich dunkel. Finde ich schon ein bisschen geil. Mir fallen auch sofort ein, zwei Pigmente ein, die man da so drüber machen könnte. Sehr, sehr gut. Ja, das Ding wird auch nochmal separat komplett ausgefahren. Also, da sind ja Sachen drin. Moment. Oh, jetzt ist mir der Applikator einmal rübergerollt. Also, das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil ich einfach... Was Blau angeht, ein kleiner Schisser bin, ist der Ton hier. Das könnte mit Lidbaden schwierig für mich werden, aber mit einem Bronzer ausgeblendet geht ja eigentlich fast alles.
Ja. Die kann man auch total gut mitnehmen, ne? Also ich meine, da hat man ja nun wirklich auch einfach mal, die kann man vielleicht als Rouge benutzen. Da ist man ja auch einfach mal erstmal komplett ausgestattet, ne? Krass. Ja. Ach, die sind eigentlich schon was für heute Abend, ne? Müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Ja. Ich würde euch gerne das Paket jetzt nochmal zeigen, so. Einmal vollgepackt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss gleich erstmal eine rauchen. Ich bin ein bisschen fertig. Hammer. Totaler Hammer. Ich bin echt platt. Ich gehe mal Swatches abwaschen und noch eine Weintraube essen und das Video schneiden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.